So, wiederhole, wiederhole. Jeder Banderole, nicht Tirole. Okay, Wayne. Er ist keine Bedrohung mehr. Sie können beide hier in der Kammer bleiben. Niemand wird hier davon erfahren. Okay. So, jetzt ist die Frage, wo ist das Passwort? Jetzt können wir den Schlüssel nehmen und James. Ich muss wieder Mathe machen. Ich hasse Mathe. Ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bitten. Bei den Papieren liegt auch ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schubladenschlüssel. Schublade. Jetzt kann ich erst das machen. Nee, hier. Was ist das hier eigentlich? Ah, 6/6/1966. So war das. So, ich fand ein Papierstück mit der Nummer 6/6/1966. Das war der Code. Okay. Jetzt müssen wir rüber. Nee, falscher Raum. Okay, langsam finde ich mich hier zurecht. Aber so ein Anwesen ist schon geil. Ich hätte auch gern so einen. Die Anrufung Satans befiehlt den dunklen Mächten, dem Beschwörer Macht zu verleihen und listet die Höllennamen zur Verwendung in der Anrufung auf. Hallo Vater. Hallo Lucius, ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Die hier. Danke, Lucius. Da stimmt etwas nicht. Das muss ich überprüfen. Okay, 6/6. Ja, das habe ich vergessen. Gib mir einen Augenblick, ich muss mal. 19. Kein Problem, Sir. 66, ja. Ich mach mal zu. Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. So, Revolver, gibt's da noch was? So, ich habe eine Pistole im Tresor gefunden, aber sie ist nicht geladen. Wenn mein Lehrer etwas nicht findet, wird er echt frustriert. Das macht sein Gewissen, sein Geist schwach. Wo kriegen wir Munition her? Oder warte, haben wir Munition? Das sind Streichhölzer. Ich habe aber keine Munition dafür. Mein Notizbuch. Bleib bei der Taschenlampe. Geh und nerv deine Mutter, ja? Ich muss ein paar Dinge herausfinden. Warum bekomme ich immer solche Fälle? Dum, 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 dum. Und jetzt auf zum Unterricht. Was du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Fangen wir mit dem Unterricht an. Also, Lucius, zeig mir, welche von diesen drei Karten ist die richtige Antwort. Für was die richtige? Wie viel ist 1 plus 1 plus 1? Oh, das weiß ich nicht. 3? Sehr gut, Lucius. Wie viel ist 1 plus 2 minus 2? Oh, das wird ja immer schwieriger. 1? Sehr gut, Lucius. Wie viel ist 6 minus 4 plus 7 minus 4 plus 5 minus 8? Das ist einfach, das ist 2. Gut. Das nächste Fach ist Biologie. Hast du dein Biologiebuch dabei? Ist es das hier? Das ist kein Biologiebuch. Lass mal sehen, ob ich eins für dich finde. Warte mal, dann müssen wir jetzt.
Mutter, ich bin nicht am Unterricht machen. Was kommst du hier einfach rein? So, war das Gedankenkontrolle? Ja, er erschießt sich jetzt. Okay, gruselig, wie schwarz die Augen sind. Jetzt müsste eigentlich die Mutter reinkommen. Die war doch gerade da vor der Tür. Die Lage wurde immer schlechter. Der Lehrer des Jungen beging Selbstmord. Da hätte alles klar sein sollen, aber etwas verschleierte die Wahrheit. Die Pistole, die er benutzte, gehörte Charles Wagner. Aber als der Schuss fiel, sprach Wagner in einem anderen Zimmer mit seinem Chauffeur. Die Pistole wurde in einem Tresor in Wagners Büro aufbewahrt und war nicht einmal geladen. Ich war verwirrt, wie der Lehrer an die Waffe gekommen war. Das gab mir zu denken. Er hätte den Fahrer erpressen und die ganze Sache arrangieren können, aber das war Spekulation. Das Anwesen war in einem kompletten Durcheinander. Mrs. Wagner litt deutlich und befand sich in einem gebrechlichen Zustand. Einige der verhörten Personen haben mir erzählt, sie führe Selbstgespräche und würde ohne Grund lachen. Wer könnte ihr das verdenken? Besonders nach dem, was dann passierte. Dafür hätte man ein Genie sein müssen. Wir entdeckten, dass der kleine Filmcontainer von Onkel Tom noch einem anderen Zweck diente. Dort könnte ein kleines Loch für bestimmte Gelegenheiten gewesen sein. Ja, die Badeszene. Ich sah nur nicht den Sinn. Mr. Wagner war nun vollständig davon überzeugt, dass seine Familie irgendwie verflucht worden war. Noch schien dies sehr weit hergeholt zu sein. Okay, jetzt kommt die Mission, wo wir jemanden beim Baden beobachten müssen. Voyeur, genau. So, das müsste jetzt Susan sein, oder? Die andere Affäre von Tom. Es tut mir leid, Liebling. Ich dachte gerade daran, wie viel Glück wir alle hier haben. Ja, Glück. Würde ich auch so nennen. So, was steht hier? Wir haben jetzt eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Leute haben wir schon getötet. Warte mal. Susan müsste doch hier sein, oder? Einfach verrückt. Wir haben sogar im Badezimmer ein Kreuz. So. Das hier muss erstmal gedreht werden. Da ist ja das Loch, das wir... Badewanne ist noch nicht gefüllt. Wo wir von hier aus spannern dürfen. Ah, das wird lustig. Das müsste jetzt aber Susan sein, ne? Die ist bestimmt in der Wäschekammer. Ich bin sicher, das ist nur da, um alle zu narren. Genau. Nee, Susan ist nicht hier. Wo ist sie denn? Die beiden müssten auch irgendwann drin sein. Es sind eigentlich noch viel zu viele Leute da. Susan!
Ich bin sicher, er hat irgendwo etwas darüber. Wo ist der alte Narr eigentlich? Oh, hey. Hallo, mein Junge. Ich meine, hi, Daddy. Was hast du gemacht? Ich mache ihn nur ein wenig sauber. Wo ist Dingens? Kann es sein, dass das eine Badezimmer da das einzige ist mit einer Badewanne? Geht es dir gut, Junge? Ja. Ich suche halt nur Susan. Okay, das sind nur Kassetten. Hier haben wir noch eine Socke. Horror-Movies, okay. Da ist noch jemand anständig. Nicht so wie Tom. Hier sind noch mehr Socken. Wie viele Socken hier einfach rumliegen? Der Schlüpper liegt hier wieder rum. Den hatten wir doch weggebracht, oder nicht? Da haben wir wieder einen roten Schlüpper. Den hatten wir noch nicht weggebracht. So, ich möchte das umdrehen. Das darf ich nicht umdrehen, oder wie? Oder das da? Ach, das ist... Komm ich da ran? Nee, das ist ja richtig mies hier. Ach, da ist sie. So, sie ist unser nächstes... Hallo, Liebling. Ah, jetzt. So, Susan. Sie kümmert sich um die Wäsche. Okay, also in die Wäschekammer. Muss ich hier hinterherlaufen? Oder muss ich erstmal die ganze Wäsche hier sortieren? Da ist nochmal der Schlüpper. Ich komme mal mit der Unterhose. Susan, hallo, ich möchte dir helfen. Ich habe hier ein... Ich habe hier eine sehr dehnbare Unterhose, die ich, gewaschen haben möchte. Okay, sie ist erstmal hier unterwegs. So. Gerät, das den Luftstrom in der Garage kontrolliert. Muss ich hier irgendwas... Ah, okay, warte. Erstmal den da umdrehen. Jetzt zumachen. Hey, hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Hey, wenn das nicht der Wunderknabe ist, hast du mein Montiereisen gefunden? Mein Papier. Warte, ne? Susan? Ne, hä? Was? Ach, Werkzeug für den Handwerker suchen. Montiereisen. Ah, hier. Danke, Mann. Okay, Montiereisen gefunden. Hallo, Junge.
Oh, hallo Lucius. Wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss sie auf deinen Vater warten. Ich habe es geschafft, die Waschmaschine kaputt zu machen. Susan kann keine Wäsche mehr waschen. Sie meint, sie würde duschen gehen. Okay, da ist Susan. Wir laufen mal hinterher. Hallo, Liebling. Weil ansonsten finde ich den Weg zur Dusche nicht mehr. Obwohl, warte mal, es war ja... Doch, hier entlang, ne? Im Wohnbereich. Genau hier. Okay, das Kreuz haben wir schon umgedreht. Sie müssen jetzt gleich hier hinkommen. Okay, sie ist schon drinne. Im Bad. Ein Kreuz hat meine Kräfte im Badezimmer beeinflusst. Ich muss es ich habe es gedreht. Susan will in genau diesem Badezimmer duschen gehen. Ist sie schon drüben? Mist. Ist die Dings wieder... Ja, okay. Ach, Mensch. Komm, ich will das Ding jetzt... hier haben. Ach, komm schon. Hoppala. Wie am Fliegen war. Dieser Fall bereitet mir graue Haare, Mr. Wagner. Im Gegensatz zu Ihnen freue ich mich nicht mehr darüber, wieder hier zu sein. Ich bin bereit, alles aus einem neuen Winkel zu betrachten. Noch ein Unfall. Richtig. Ich weiß, es hört sich an wie ein Sprung in der Platte. Aber die Tür war von innen abgeschlossen. Es sieht wirklich danach aus. Obwohl mein Bauchgefühl mir etwas anderes sagt. Tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Ich glaube wirklich, wir wurden verflucht. Und dass wir es nicht aufhalten können. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich bat einen Pfarrer, etwas Beistand anzubieten. Also haben Sie sie hergebeten? Mein Vater hat ziemlich wüst reagiert. Wir müssen Ihren Vater finden, Mr. Wagner. Ich glaube wirklich, er kann uns mit weiteren Informationen versorgen. Ich weiß nicht, wie viel länger ich das FBI noch zurückhalten kann. Sie fragen mich nach einem vermissten Reporter. Er hat ihre Familie untersucht, als er verschwand. Wird immer auffälliger. 6. Juni 1973, Überdosisdämpfe. Okay, also zur Garage. Ich dampfe nicht und gehöre zu den Guten. Ich folge einem deinen Befehl und kann auch... Ja, okay. War jetzt ein bisschen zu doof zum Lesen. Aber auf zur Garage. Hi, Mama. Was geschieht mit uns? Ich tue nur das, was Papa sagt. Mach dir da keine Sorgen, Mama. So, wer? Kann es sein, dass beide sind? Oder? Ah, ne, er. Okay, oh, jedes... Hallo, Lucius. Hi. Wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss hier auf deinen Vater warten.
Susan? Ich habe ein Guckloch in Toms Arbeitszimmer gefunden und kann genau die Badewanne sehen. So, aber... Hast du die Kassette schon gefunden? Nein. So, muss ich das hier nochmal machen? Hey, hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. So, und... Gerät, das in Luftschirm in der Garage kontrolliert. Hallo. Hi. Hier liegt übrigens irgendwo eine Kassette von meiner Band herum. Hast du sie gesehen? Okay, hab ich irgendwas? Ein trockener Lappen? Bleib mal bei der Taschenlampe. Muss hier irgendwie vielleicht Chloroform oder sowas rumliegen? Hier vielleicht? Neues Inventarobjekt, was sind das? 30A-Sicherung, okay. Ah! Objekt wurde korrekt verwendet. Frag mich, wie ich es hier anders verwenden hätte können. Hallo, kleiner Mann. Will, wo habt ihr Chloroform? Ich brauche es ganz dringend als Hausaufgaben. Für die Schule, ja, für die Schule. Mama? Tut mir leid, Lucius, ich bin nur ein wenig müde. Ja, Mama, haben wir irgendwo Chloroform für die Schule? Es wird besser, Lucius, ich verspreche es dir. Ich brauche das als Hausaufgabe. Es wird wieder besser. Es wird. Müsste ich hier jetzt aber nicht der Name von Michael stehen, glaube ich? War doch Michael, oder? Habe ich hier irgendwie sonst noch was? Mr. Jack Michaels, okay. Hier haben wir einen Globus. Warte mal, können wir kurz nochmal rausgehen? Können wir? Okay, wirklich weit können wir nichts sehen. Ich brauche jetzt aber irgendwas, womit wir Dingens hier außer Gefecht setzen. Ich gehe nochmal runter.
Muss es doch irgendwas geben. Glaube ich hier nicht. Hallo, Junge. Hi. Waschpulver. Vielleicht unten im Keller? Wenn ich das hier bin, nochmal benutze. Ne. Ich bleibe bei der Taschenlampe. Erst einmal. Wir haben hier jetzt aber auch... Wir müssen mit dem trockenen Lappen irgendwas machen. Was? Oh, hallo Lucius. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss hier auf deinen Vater warten. Da haben wir's. Farbverdünner, das ist okay. Kombination nicht möglich. Hast du die Kassette schon gefunden? Wo kann ich ihn hinschicken? Okay. So, der darf jetzt am Farbverdünner schnüffeln. Michael, er hat die Musik aufgedreht. Ich muss Will irgendwie von der Garage weglaufen. Er ist jetzt allein in der Garage. Ich könnte mich jetzt um ihn kümmern. Ich konnte den Lappen mit Farbverdünner tränken und Michael wurde ohnmächtig, ohne dass Will etwas gemerkt hat. Ich glaube, ich muss hier kreativ werden. Autoschlüssel? Warum liegt er jetzt da? Wo liegen die Autoschlüssel? Falls hier Autoschlüssel rumliegen. Da hängen die hier vielleicht. Ich sehe da keine Autoschlüssel. In dem Karton vielleicht? Auch nicht. Meine Zahnbürste. Lagerkäfigschlüssel. Ich glaube, ich muss irgendwas mit dem Auto machen. Wo könnten jetzt die Autoschlüssel sein? Hallo. Hi, wo sind die Autoschlüssel? Ich muss mal kurz wohin. Hallo, kleiner Mann. Ohne dass Will etwas gemerkt hat. Ich glaube, ich muss hier kreativ werden.
Kann ich ihn anzünden? Waren hier nicht mal Autoschlüssel irgendwie irgendwo? Das doch irgendwie aufkriegen. Oder warte mal. Okay, dazu sind wir nicht in der Lage. Hallo, Junge. Hi. Michael bleibt erstmal da ein Weilchen liegen. Ich geh mal ins Arbeitszimmer meines Vaters und schau mal, ob wir da einen Autoschlüssel finden. Da haben wir das Bad. Ne, das ist nicht das Arbeitszimmer. Oder vielleicht im Schlafzimmer meiner Eltern? Und hier könnte es auch sein. Ne, jetzt ernsthaft, wo könnte Schlüssel sein? Wo war das? Wo hatten wir das im D-Mate gefunden? Kein Schlüssel, hier ist auch kein Schlüssel. So, das da sind wir. Wer ist denn das? Hatten wir einen Bruder gehabt als Lucius? Ich dampfe nicht und gehöre zu den Guten. Ich folge deinen Befehlen und kann auch hupen. So, jetzt ist wirklich die Frage, wo finden wir die Autoschlüssel? Hier glaube ich eher nicht. Warte mal, können wir hier durch? Nee. Ich weiß aber auch nicht, was das für ein Raum ist. Wir hatten den Schuppen ja irgendwie aktiviert. Ist hier vielleicht der Autoschlüssel? Oder irgendwas, damit wir das Auto aufbekommen? Ist das wieder ausgesteckt? Also bis jetzt haben wir alles doch noch irgendwie gefunden.
Aber wo war der Autoschlüssel? Ich gehe mal wieder hier hoch. Ich sehe keinen Autoschlüssel. Toll, die Tür ist verbuggt. Ne, im Badezimmer kann keiner. Oder. Das ist ein Videospiel, es kann überall sein, auch im Badezimmer. Agnes Zimmer. Ich glaube nicht, dass Agnes den Autoschlüssel hatte. Hey Junge, Finger weg von Drogen. Ja, ich überleg's mir. Ach, Cookies. Ach, Cookies steht da immer drauf. Das ist eine Keksdose. Und ich habe mich schon gewundert, warum vorhin irgendwann im Teehaus da bei einem einfach Kies draufsteht. Eine Dose mit Kies. Das sind Cookies. Hätte man drehen sollen, dann hätte man alles gesehen. So, hier haben wir jetzt dunkel gemacht. Aber ich graf jetzt nicht. Ist hier hinter vielleicht auch nichts. Hallo. Der bleibt da jetzt liegen, aber wo ist... Okay, wofür haben wir jetzt eigentlich die Schraubenschlüssel? Ein Schlüssel, vielleicht für einen Schrank. Für welchen Schrank? Damit hatten wir doch das eine oben aufgemacht, oder? Lagerkäfigschlüssel, aber... irgendwie was zaubern? Oh! Ich bin doof. Wir brauchen keinen Schlüssel, wir müssen das so machen. Autorisierung und Notiz... Michael, ich kann den Wagen mit meiner Willenskraft starten, ohne dass er die Musik übertönt und Will es hört. Aber die Dämpfe bleiben einfach nicht drin. Ich muss etwas dagegen tun. Ich glaube, ich weiß schon. Hallo, Junge. Ja. Will deaktiviert die Klimaanlage. Nice. Hallo. Dass der Will das jetzt nicht gesehen hat. Nein, Sir. Ich habe nichts gesehen.
Ich war im anderen Raum und habe die Waschmaschine repariert. Als ich zurückkam, lief das Auto und er lag auf dem Boden. Nochmal langsam. Sie waren im Raum nebenan und haben nicht gehört, wie das Auto von selbst ansprang? Nein, Sir. Ich habe wegen der Musik nichts gehört. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Ja, klar. Schön, das können Sie dem Richter erklären. Ich werde den Deputy herholen. Ich will nur sicher gehen, dass Sie nichts Dummes anstellen. Okay, er ist der Nächste. So, jetzt ist Will an der Reihe. Die Dinge entwickeln sich zu meinen Gunsten. Der Detective denkt in der Tat, dass Will etwas mit dem Tod von Michael zu tun hat. Er ist mit Handschellen an das Regal gekettet. Schnell, bevor die Polizisten zurückkommen. Ich kann fühlen, wie meine Kraft immer mehr zunimmt. Es macht nichts mehr aus, wenn er mein wahres Ich sieht. Ja, Will. So. Ja, brennen! Du sollst brennen! Und niemand verdächtigt dieses Kind. Und die mich verdächtigt hatten, also Lucius verdächtigt hatten, sie sind alle tot. Okay, die Augen werden auch immer. Die Augen werden immer rot. An sich eigentlich ein richtig schlaues Kind. Der liegt da bequem. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe den Raum nur kurz verlassen. Scheiße, ist das Will? Ich habe erst heute Morgen mit ihm Kaffee getrunken. Viel länger mache ich das nicht mit. Wir müssen diesen verfluchten Ort verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Rufen Sie einen Rettungswagen und sagen Sie, dass es noch eine Leiche gibt. Ich feiere das gerade irgendwie. Wir sind aber auch schon mittlerweile kurz vorm Ende. Wenn ich mich richtig erinnere vom D-Make. Es sind jetzt nur. Warum sind wir immer noch hier? Wir sollten jetzt gehen. Ich bleibe keine Minute länger in diesem Haus. Nancy, du musst ruhig bleiben. Ich bat die Priester um Hilfe. Sonst kann uns keiner mehr helfen. Du kannst nicht wirklich glauben, dass ein 7-Jähriger dahinter stecken könnte. Das werde ich herausfinden. Halte dich in der Zwischenzeit von Lucius fern. Hör zu, Charles. Ich warte mit unserem Sohn im Garten. Wenn du nicht kommst, dann gehen wir ohne dich. Dieses Ding ist nicht unser Sohn. Und ich werde es dir beweisen. Ja, genau. Es sind jetzt nur noch... Unsere Eltern, amerikanische Schizophrenie. Okay. Sur le pont d'Avignon, alle tot, alle tot. Sur le pont d'Avignon. Ja, wir müssen Mutter töten. Ich konnte herausschlüpfen, ohne mich fangen zu lassen. Die Polizist. Okay, nice. So, Nancy. Meine Mutter. Mein sogenannter Vater kommt mir auf die Schliche. Er und Mutter haben einen Streit und jetzt sitzt sie einfach im Garten, während mein Vater Beweise gegen mich sucht. Es tut mit leid, Mama. Es tut mir leid, Mama. Deine Zeit ist gekommen. Hier steht aber mit. Sur le pont d'Avignon. In dieser Gartenhütte gibt es jede Menge nützliche Sachen. Das Licht funktioniert nicht, anscheinend bekommt die Hütte keinen Strom. Ich muss das reparieren. Ich habe es geschafft, die Sicherung zu wechseln. Die Hütte sollte Strom haben. Ich wette, ich bekomme jetzt ein paar der Maschinen dort drin zum Laufen. Oh oh. Und wir zurück können. Du musst dich beeilen. Ja,
sur le pont d'Avignon. Alle tot, alle tot. Kann ich sie einfach erschießen, oder? Mutter, guck bitte weg. Das wird dir nicht gefallen, was ich hier vorhabe. Was muss ich machen? Ernsthaft, was muss ich jetzt machen? Musst du damit da drauf schießen, oder? Das kann nicht benutzt werden. Damit? Auch nicht. Das Ding ist dran. Warte mal, vielleicht Gedankenkontrolle. Ihr Geist ist zu stark für deine Gedankenkontrolle, okay. Was muss ich machen? Jemand kann dich sehen. Wo bleibt Vater? Oh! Es ist auf jeden Fall mit der Gartenhütte, aber wie muss ich das machen? Und wohin führt das andere Kabel? Das glitscht da durch den Boden. Hi Freddy, bist ja wieder da, ne? Achso, die Katzenohren, die habe ich ja immer noch auf. Als du weg warst vorhin, wurde gebeten, die nochmal aufzusetzen. So. Hier haben wir einen Stein, aber... Stein ist auch falsch. So, ich muss irgendwas damit machen. Oh. Mutter, guck bitte weg. Das wird dir echt nicht gefallen. Charles hat wahrscheinlich die Leichen gefunden. Dadurch wird sein Geist noch labiler. Ich habe nur einen Versuch, bevor er meine Kräften widerstehen kann. Ich muss kreativ werden. Okay, warte nochmal. Ja, jetzt haben wir's. Vater, töte Mutter. Alter. Vor allem, wie das Kind da hinten guckt. Was habe ich getan? Nein, nein, das kann nicht sein. Ich schwöre, ich war das nicht. Es war der Junge. Er ist der Antichrist. Wir haben alles gesehen. Es ist vorbei. Sie sind festgenommen. Ihre Hände weg! Bleiben Sie Alter. Ich verfolge ihn. Ich rufe Verstärkung. Er okay, wir sind immer aus. Wir sind bis sogar schon wir ihn auf frischer Tat ertappten.
Die Anzeichen seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes waren eigentlich die ganze Zeit deutlich. Ich erinnere mich, wie ich sah, wie er den Abzug an dieser Nagelpistole betätigte. Ich spürte, wie die Zeit langsamer wurde, als der Nagel durch ihren Schädel schoss und Teile ihres Gehirns auf den Rasen spritzten. Ihr Körper fiel zu Boden wie eine leblose Marionette und alle Fragen, Geheimnisse und Verdächtigungen fanden ein Ende. Charles Wagner tötete sie direkt vor unseren Augen. Und als wir ihn festnehmen wollten, konnte er fliehen. Ich befahl dem Deputy, sich um das Kind zu kümmern, das Zeuge des schrecklichen Ereignisses war, und verfolgte den Täter. Dicht hinter ihm verlor ich die Kontrolle über den Wagen und krachte in einen Graben. Ich wollte den Deputy informieren. Möglicherweise fuhr Wagner zum Anwesen zurück, aber er war nicht zu erreichen. Als ich endlich dort ankam, war das Schlimmste bereits geschehen. Ja, wir sind auch schon kurz vorm Ende. Gelände. Ein Verdächtiger ist auf der Flucht. Charles Wagner, Anfang 40. Vorsicht, der Verdächtige ist vielleicht bewaffnet und gefährlich. Wir sind in Ego-Perspektive. Genau der, Charles Wagner. Versuchen Sie auch, einen Kinderpsychologen herzuschaffen. Wir haben hier ein Kind, das Übles gesehen hat. In Ordnung, mein Junge. Du musst keine Angst mehr haben. Versuch dich zu entspannen. Ich möchte zu Mama. Hallo. Kann nichts machen. Kann ich mich bewegen? Kann ich irgendwas? Ich kann gerade gar nichts machen. Ich kann die Dinger nicht mal bewegen. Ich kann... Auf wessen Schoß sitze ich hier? Hallo? Was soll denn das? Ich will nicht auf irgendwessen Schoß sitzen. Hallo? Was ist denn los? Ich kann nichts machen. Ich kann nicht einmal Gedankenkontrolle machen. Du musst erst einen Menschen kontrollieren, ehe du Objekte... Ja. Was zum Teufel? Komm, ich... Die Steuerung ist ja beschissen. Wie steuere ich das? Einen Moment, ich will das jetzt mal wirklich googeln. Optionen. Steuerung. Telekinese ist auf 2, ja, aber ich möchte... Ich möchte die Steuerung von der Telekinese anpassen. So, jetzt kommen wir an das Ding nicht ran. Das muss doch irgendwie dahin.
Ich muss aufpassen, dass er nicht auf mich schießt. An den komme ich nicht mehr ran. Die Steuerung von der Scheiße, ey. Ah, okay, so war das. Nicht auf mich schießen hier. Was soll denn das? Wieso kann ich hier nicht aufstehen? Hallo? Jetzt komme ich an die Statue nicht mehr ran. Warum kann er mich nicht einfach erschießen? Dann kann ich von neu anfangen, vom letzten Checkpoint. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Da ist auch noch eins, an das ich nicht rankomme. Oh, warte. Okay, so ging das. Ich saß auf niemandes Schoß, das war ich selbst. Nice. Einfach Kopf ab. Mit einem Deckenventilator Kopf abgehackt. Okay, zwei Leute fehlen noch, beziehungsweise drei, wenn der Pfarrer da wieder auftauchen sollte. Das Ende ist da. Okay. Wir sind jetzt im Finale. Ich wusste jetzt nicht, was sie machen musste. Ich habe da jetzt auf das Feuersymbol gedrückt. Okay, wir brennen alles nieder. Nomi! Alles klar bei dir? Wir sind übrigens kurz vorm Finale. Oh, du heilloser Geist! Ich gebiete dir, dieses Kind zu verlassen! Das ist in Deutschland auf dem Index. Ja, habe ich gemerkt. Ich hatte das zum Glück, bevor es auf dem Index war, gekauft. Warte mal. Wollen die mich hier... Weg. Mist. Die dürfen mich jetzt nicht erwischen. So, wenn die gleich durch die Tür kommen... weg! Brennen in der Hölle sollt ihr!
Warum ist jetzt Zeitlupe? Achso, der erste ist schon tot. Nein! Ja! Brennen sollen sie! Ja, Nomi, genau wie du sagst. Renn weg vor den katholischen Priestern. Wieso ist da jetzt immer wieder diese Zeitlupe? Okay, die sind jetzt auch alle niedergebrannt. Okay, jetzt kommt Vater. Aber ich frage mich, warum das Spiel eigentlich in Deutschland auf dem Index ist. Die anderen Teile sind in Deutschland nicht auf dem Index. Warte mal, muss ich damit was machen? Ey! Vater! Nicht hauen! Brenn, Vater, brenn! Wo ist das Ding hin? Ah, Alter. So, Alter. Ich muss doch damit irgendwas machen. Das müsste jetzt meine Chance sein. Ah, okay, ich hab gesehen. So. Der will sein eigenes Kind schlagen. Jo, hey, wir sind noch online, aber wir sind kurz vorm Ende. Vater will uns töten. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn ablenken kann. So, jetzt. Weg mit dir, Vater! Wir müssen das Ding irgendwie in Bewegung kriegen. Ich glaube, ich muss das da anzünden. Ja. Nein! Ja, aber wir machen auch schon gleich Ende. Hel, was du verpasst hast, ist einige wunderschöne Tode. So, warte mal. Kann ich ihn kontrollieren? Dein Geist ist zu stark. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich machen soll. Hier hin? Kann ich das zumachen? Nee. Ich habe eine Idee, ihn vielleicht hier hin locken.
Christis Feuerlöscher, ja. So, jetzt. Nein! Ja, wunderschöne Tode gab's. Wir haben übrigens, wir haben Mutter getötet, indem wir Vater gesteuert haben. Und ich weiß jetzt nicht, was ich... Weg mit dir, Vater! So. Kann ich die Türen hier abschließen oder so? Wie werde ich jetzt Vater erstmal hier los? So. Ich glaube, es ist Spielende, wenn ich das Ding da betätige. Kann das sein? Ich darf das Ding, glaube ich, nicht betätigen. Er haut mich nicht, sondern das Ding ist es. Okay, Charles rennt. Ja, es ist wirklich das Ding. Vater hat uns nicht getroffen. Ich muss irgendwas mit dem Kronleuchter machen, glaube ich. Alter, hat er mir ordentlich eins übergeschämmert damit. Vater, geh! Achso, übrigens, die Wäsche brennt auch. Alter, was war das denn jetzt gerade? Für ein heftiger Ruckler. Ich glaube, ich muss die ganzen Sachen nehmen. Alter, gehst du mal? Ich würde gerne wissen, was ich machen soll. Ich würde wirklich gerne wissen, was ich machen soll. Nee, die einzige, die markiert wird, ist dich hier. Vater soll mir nicht auf den Senkel gehen. Von der... Das ist jedes Mal Spielende, wenn ich das da bewege. Die eine soll. Alles klar, Paschi. Gute Nacht dir. Vor allem, ich muss mich ja schnell bewegen. Ah, Alter! Habt ihr das gesehen? Wie? Hab ich irgendwas? Ich habe keine Objekte im Inventar. Instant tot. Kann ich irgendwas mitnehmen? Vater! Lässt du mich mal? Ich glaube, ich muss mit den Dingern irgendwas machen. Beim... Alter, wie das ruckelt. Sorry dafür. Kann ich hier so durch? Nein. Christi, bezwing dich! Ich fürchte dich nicht!
Mist! Wie besiege ich Vater? Nein! Alter, ich dachte, hab ich mich jetzt erschrocken. Kann ich das da bewegen? Ne. Nein! Boah, das war knapp. Ich hätte gerne einen kleinen Tipp. Falls jemand einen Tipp hat, ich hätte den gerne. Ich würde gerne wissen, wie ich Charles besiege. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese Lampe da brauche, aus dem Remake, das wir letztes Mal irgendwann gespielt hatten. Mich stört das auf jeden Fall gerade mit dem Rucklern. Aber ich muss mich schnell bewegen. Bitte! Weg mit dir! Wo ist das Ding hin? Ich hätte hier doch gerade irgendwas gehabt. Wie besiege ich ihn? Vater, kannst du nicht einfach selber in der Hölle schmoren? Nash. Ich brauche da wirklich einen Tipp. Falls jemand einen hat, ich würde den jetzt wirklich sehr gerne annehmen. Ich komme gerade nicht drauf. Wie ich Vater besiegen soll. Vielleicht muss ich die Dinge alle anzünden. Ich würde wirklich gerne wissen, was ich machen soll. Boah, mich regen gerade selber die Ruckler auf. Ich ruckel gerade auch sehr, sehr viel. Kann ich hier irgendwie irgendwo durch? Ich fürchte dich nicht. Nein, hör auf, nicht hauen. Ich bin doch nur ein Kind. Kehre zu den Höllenfeuern zurück. Die Macht des Liebes zwingt dich. Ich fürchte dich nicht. Okay, Licht ausmachen war keine gute Idee. Vor allem, ich sehe jetzt selber nichts. Die Tür kann ich nicht zumachen.
Wieso kann ich die Tür nicht zumachen und ihn da einsperren? Ich glaube, ich mache wieder Licht an. Dann sehe ich zumindest was. Kann ich hier durch? Nee. Ich kann keine Tür zumachen. Alter, das war knapp. Ja, es geht mir gerade auf den Sack, dass du das immer wieder sagst. Vor allem, ich kann hier nicht raus. So. Damit kann ich aber nichts machen. Ich kann ihm auch nichts antun. Vater, geh jemand anderen auf den Sack. So, ich glaube, das Ding ist hinüber. Ich glaube, das Ding kann ich nicht mehr nutzen. Fernseher läuft noch immerhin. Ich brauche wirklich gerade einen Tipp. Ich komme hier sonst nicht weiter. Das ist übrigens das Finale, damit ihr Bescheid wisst. Alter, der geht mir gerade richtig auf den Sack. Ich habe hier eigentlich auch schon alles versucht und ich kann hier nur wegrennen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn besiegen soll. Das Einzige, was ich jetzt momentan bewegen kann, wäre die Säule da. Aber da ist das Spiel beendet. Warum auch immer. Hier, Spielende jedes Mal. Ich schaff das. Ey, ich habe keine Ideen mehr. Finale halt viermal schwerer, ja. Das ist wirklich das Einzige, was ich da bewegen kann. Mit Q kriege ich auch kein Tipp oder so. Kein Tagebuch. Oh. In Zeitungen. Kann ich die anzünden gleich? Hier jetzt quasi den Weg versperre oder so. Ich durfte nicht. Okay, ich hab's geschafft. Ich durfte nicht im selben Raum sein. Das. Credit schon. Schaffst du es nicht, als Fünfjähriger deinen Vater in einem brennenden Haus zu killen? Armselig. Schmerz muss sein, ja. Ja, ey, aber man muss erstmal drauf kommen. Also, wie ihr gesehen habt, ich bin nicht so intelligent zu checken hier, dass ich, wenn ich ein Dach zum Einsturz bringen will, dass ich nicht im selben Raum sein darf. Ja, also.
Es ist zwar nicht richtig blind gewesen, so, vor allem, weil wir ja auch das Demake gespielt haben. Die Story ist eigentlich genau das gleiche wie beim Demake. Also, ja, also ist das im Grunde nicht mehr blind gewesen, weil wir das ungefähr so kennten. Ja, sonst wäre ich auch tot, wenn ich im selben Raum wäre. Stimmt, hast du recht. Deswegen habe ich das auch die ganze Zeit so gemacht, dass ich im selben Raum war, als ich das Ding da zum Einstürzen gebracht hatte. Man muss auch erstmal drauf kommen, ja? Vor allem, wenn da der Vater die ganze Zeit einem hinterher rennt mit dem Feuerlöscher. Jo, hi Nix da. Ja, willkommen. Gerade zum Gameende geschafft. Ja, aber wirklich, vor allem im D-Make war das so, dass wir eigentlich die Lampe da irgendwie, den Kronleuchter, zum Einschluss bringen mussten und nicht die Säule. Deswegen, das war jetzt ein bisschen anders. Aber, ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir das in einem Stream schaffen, durchzukriegen. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, so, ich würde vielleicht zumindest einen zweiten brauchen. Und das erst kurz nach Mitternacht, 20 nach 12. Daher, ich würde sagen, falls zum nächsten Sonntag keine anderen Pläne kommen, würde ich nächsten Sonntag dann mit dem zweiten Teil weitermachen. Nein, ich mache jetzt Ende, also ich mache jetzt doch kein Ende. Doch, ich mache jetzt Ende, ich mache nicht weiter. Ich hatte jetzt gedacht, das würde auch ein bisschen länger dauern, aber ich mache jetzt Ende. So, Sprachfehler ist da. Ihr merkt auch, ich bin nicht mehr ganz da. Hirnkapazitäten sind auch schon für heute verbraucht. So, ob das hier auf YouTube kommt oder nicht, weiß ich nicht, noch nicht. Ich habe es parallel aufgenommen, so muss ich mal gucken. Es sind jetzt 5 Stunden 20 Minuten ungefähr, die ich jetzt aufgenommen habe. So, also mal gucken. Vielleicht, wie ich das auch schneiden werde oder so. Wann das kommt, ob das kommt. Und ja. Aber nächsten Sonntag würde ich gerne dann mit Lucius 2 weitermachen. Und alle, die jetzt schlafen gehen, wünsche ich schon mal eine gute Nacht. Schlaft schön. Es ist eh schon spät genug und morgen müssen viele von euch arbeiten. So, daher würde ich jedem schon mal eine gute Nacht wünschen. Schlaft schön. Und für die auf YouTube, ja. Mich würde interessieren, wie ihr das Spiel jetzt fandet. So, für mich war das jetzt, es war geil auf jeden Fall, einfach mal den Sohn des Teufels zu spielen. Und einfach mal jeden hier umzulegen im Haushalt, so. War ein bisschen lustig, sagen wir mal so. Du hast das Spiel beendet, vielen Dank fürs Spielen. Jo, gerne. Es war auf jeden Fall lustig. Es waren interessante, lustige Tore mit bei. So, und ich schließe dann mal hier. Und ja, ich würde aber jetzt auch keinen Raid machen, oder? Wollt ihr einen Raid? Ich beende mal die Aufnahme auch schon mal. Vielen Dank für die auf YouTube, die dabei waren. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.